Hallo meine Lieben, ich bin schon wieder eure Celine. Ich wollte euch mal zeigen, wie ich jetzt Apfelmus mache, wenn ihr so alte Äpfel habt, so wie hier. Ihr müsst die nicht wegschneiden. Aber es kann auch sein, meine Lieben, die jetzt im Herbst die vom Baum fallen. Hier, das ist jetzt ein bisschen voll, aber das ist nicht schlimm, das kann man wegschneiden. Und das kann man auch benutzen. Aber hier, das, wenn die so Dattelfirnen haben, wenn die vom Baum zum Beispiel fallen, ist es nicht schlimm. Also Streuobst nennt man das ja auch. Das darf zum Beispiel nicht mehr für normalen Apfelsaft verwendet werden. Ich kenne auch die deutschen Industrieregeln. Ne? Mache ich euch auch mal ein Video dazu. So, ich mache jetzt. Zeige euch jetzt, wie ich das mache. Also hier seht ihr es. Habe ich jetzt reingehalten habe. Normalerweise. Also wenn hier jetzt um kleinen normal, wenn jetzt hier nur an dem Apfel hier wie hier nur so eine kleine Decke angedeckt, wo man nicht wegschneiden muss. Wenn hier sowas, also zum Essen ja, aber wenn man es jetzt für den Füßen wusste, dann kann, ist es okay. Dann kann man es auch so, wie es jetzt ist, wie ihr seht, kann man das auch so und später erst dann den Apfel so reingeben und später erst dann, wenn man nochmal das Sieb geben und da kann man auch die Kerne dann auch ansorgen. Dieses Siebpapier geben. Aber so haben wir es jetzt so gemacht. Das ist jetzt nicht so, das ist jetzt, wenn da ein mehr weg ist, dass man mehr wegschneiden muss. Also hier seht ihr es auch ein bisschen angedeckt, das ist genau, das ist in Ordnung. Weil das ist ein schönes Püree und auch wegen der Süße. Man kann es wie gesagt ohne Zucker machen. Man kann aber auch Gelierzucker oder Honig, was auch immer, da hinzugeben. Also Gelierzucker, dann ist das halt noch ein bisschen mehr gelehrig. Wie die Industrie das halt auch macht, dass es mal ein bisschen mehr wie Marmelade wird. Oder ein bisschen Zucker macht man so zu Hause in den Restaurants meistens. Außer man will es halt länger halt noch machen, nicht nur für so Menüabend oder so. Oder für so ein Buffet oder so, sondern man möchte es halt länger haben, wenn man es selber macht. Also für Weihnachten oder so, aber wenn jetzt das für mehrere Tage halten und vielleicht sogar noch fürs Neue halten soll, für die Silvesterparty, also nicht nur für den Weihnachtsabend, sondern auch für die Silvesterparty, dann würde man das auch mit Gelierzucker machen, weil es dann einfach länger hält. Ist einfach so. Mit normalem Zucker hält es zwar auch, aber mit Gelierzucker hält es dann noch ein bisschen länger. Hält es dann sogar teilweise Jahre. Wie gesagt, ihr wisst schon, was ich meine. Also das hilft. Was ihr gerade habt. Wurst. So. Und ich mache es heute mit Gelierzucker wahrscheinlich. Aber wir hier den noch haben und ich weiß, hier der ist nämlich angebrochen. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Das ist die Hälfte. Ist auch für Zucker mit Kochfunktion gleich. Ich habe keine Ahnung, was man da, damit noch machen soll. Deswegen, das ist angebrochen, der muss irgendwann mal verarbeitet werden, deswegen mache ich das jetzt einfach. Ihr seht es, es kann über Jahre halten. Ihr seht das hier jetzt auch. Es kann über Jahre halten, das ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber alles gut. Ich habe jetzt das Ganze gemacht, weil ich das schon mal aufwärmen will. Das wird auch nicht so lange schlecht. Okay, mindestens haltbar bis 2021. Okay, wir haben jetzt Ende 2021. Anfang 2023. Also 2021. Alles passt. Das ist halt Zucker. Ihr seht, ich habe noch nie gesehen, dass Schokolade schimmelt. Und es ist jetzt, sind jetzt so Kristalle, wenn man da irgendwie Saft oder so. Stinkt auch nicht, also alles gut. Kann man benutzen noch. So. So, dann, jetzt seht ihr es schon, wie es lange anfängt zu kochen. Geht ja jetzt auch relativ schnell, weil die ja schon weich sind. Also im größten Teil, also es ist ja nicht, wenn die schon, weil die schon ein bisschen reif sind, deswegen sind die ja schon weich. Und jetzt, wenn du in den ganzen müsst, die dann zu weich sind, ist das ein bisschen mehr Arbeit. Wenn die auch nicht weich sind, ist es mehr Arbeit. Ich habe das auch schon mal gemacht. So eins oder zwei Mal habe ich das schon mal zu Hause gemacht. Und zum Beispiel irgendwann mal wirklich auch mal gemacht. Also ich glaube insgesamt zwei bis dreimal. Und natürlich andere Sachen halt auch schon reingeguckt. Also zwei bis dreimal habe ich das hier gemacht. Und ja. Und jetzt seht ihr auch, wie die Luft hier entweichen kann. Deswegen habe ich das Fenster aufgemacht, weil jetzt beginnt der Karamellprozess. So.
Das war ja jetzt sogar ganz normal. Seht ihr das? Der Apfel, also ihr seht jetzt, wie es läuft. Ich mache auch gleich noch ein bisschen Orangensaft dazu. Wir haben jetzt noch nicht, wir haben ja nicht im Kühlschrank. Aber zu zwei. Kann man euch noch zugeben. Ich bin mir Apfelsaft gerne hinzu oder Zitrone, wie man möchte. Wegen Bräunen jetzt nicht, sondern wegen der Säure, also jetzt nicht wegen der Zitrussäure, also jetzt nicht wegen den Bräunen, weil da ist da kein Aufguss. Natürlich, es wird dann halt ein bisschen dunkler, klar, aber die meisten tun es sowieso nochmal klären mit Gelatine oder mit anderen Sachen. Man kann es danach nochmal klären. Also es gibt jetzt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, was klein zu machen. Ob man es damit einem Mix, weil Gelatinezucker würde ich jetzt nicht mehr machen. Da muss man ja wirklich mit sowas, mit so einem Klöppel oder mit so einem Holzklöppel oder mit sowas. Oder auch Kartoffelpüree gemacht. So ein Holzklöppel wäre das hier. Genau. Aber mit irgendwas, wo man es halt klein drückt. Es gibt auch diese silbernen, die haben wir jetzt gerade nicht leider. Ein silbernen Brückding, Brückpüree, ne? Aus Edelstahl, also gibt's auch. Und es dann klein machen. Mit sowas ging das hier wirklich auch. Also, man. Also, einfach irgendwas, wo man es halt klein drücken kann. Und ja, ihr seht ja, wie das jetzt wird. Und ihr seht ja, wie die Schaum. Also ich überlege immer, ob ich was Säure reinmache oder nicht. Hier ist übrigens meine Tomatensauce. Das ist jetzt der Rest noch, aber die war sehr, sehr lecker. Und ja. Das kann man falsch wieder essen. Und hier seht ihr. Also wichtig ist wieder das Fenster offen. Und ja. Und jetzt sehe ich hier gerade noch was. Ne? Hier ist es eben auch so, dass man da kann die auch mixen, dann halt auf niedrigster Stufe, ich habe das höhere. Also man kann das immer mal ja, das ist dann halt, da geht man halt auch immer sicher, genau. Ah, niedriger Rührstufe. Mit 16 Grad, 100 Grad, oh mein Schlüssel. Auch mal für die Grammzahl, also wenn ihr nicht so viel Gramm habt, braucht ihr immer dann halt die Hälfte. Das ist ja meistens für 1 Kilo Frösche. Beziehungsweise 750 Gramm Saft. Man kann aber auch Hälfte, Hälfte machen, habe ich auch schon mal gemacht. Genau, also das ist wie man möchte. Aber ich das ist nämlich richtig schwer. Natürlich, weil diese Zuckersäuren man schon drauf achten, ungefähr ich auch immer die Hälfte jeweils nochmal runtergerechnet. Die einfach den Rest, wisst ihr, weil ich nicht nochmal 10 Gramm oder so aufheben wollte, dann ist das dann auch kein Problem. Wenn das 10 Gramm mehr sind oder was auch immer. Also wie gesagt, die Rezepte bekommt ihr dann immer auf meinem Blog und ja. So, da hatte ich ja wie gesagt schon ein Rezept, aber wie gesagt ohne, also ich habe ja auch schon eins mit Einkochen komplett gemacht, ein komplett, ne, komplett Traubenkompott. Mal sehen, wie das jetzt, das Rezept, jetzt habe ich auch eingekocht, das ist jetzt ja mein Leben. Apfelmus, aber mal sehen, das ist diesmal ohne Sieb. Ich habe es ja wie gesagt auch schon mit Sieb gemacht. Also wie gesagt, wie ihr seht, ist es kein Hexenwerk. Es ist einfach, man könnte die jetzt, wie gesagt, ihr seht es jetzt hier, wenn ich jetzt runterdrücke, kann die einfach ran durch Sieb geben. Aber jetzt wegen nicht jetzt kommen wir sehr im Topf machen. Das ist ja kein Problem, ja. Hier seht ihr jetzt nämlich das schöne Zuckerzucker, ne? Den Saft.
Das ist jetzt wirklich, das ist für mich aber beeilst. Ich weiß für den Kopf, aber ich muss mir einen Kopf in den Kühlschrank kriegen und aus dem Kopf die Marmelade essen. Seht das jetzt, wie schön ich das drücke? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Das ist wirklich, ist natürlich ein Glasfinder ist aufmachen, aber es gab immer so diesen Glasscherben-Skandal, den ich damals auf dem Blog verlinkt habe. Also wie gesagt, es ist wirklich nicht schwer. Also, normalerweise würde ich das dann, wenn ich jetzt keinen Gelettzucker, einfach dann hier reinschütten, die Äpfel, und dann hier reingeben, dann durchdrücken. Wenn es nur gekocht worden ist, wenn man den Saft auch nicht auffangen braucht. Kann man, wenn man möchte, aber ja, wie gesagt, wenn man noch die Kerne und so, sollte man das nicht auffangen, weil es dann einfach. Es war eine Entscheidung um den Saft, aber es ist dann halt so. Wenn man dann hat man den Saft halt. Weil durch die Kerne halt, ne? Keine Entscheidung um den Saft, aber da muss man dann halt auch vorher schon diese Kerne alle rausmachen und danach und dann kann man auch den Saft schon auffangen, wenn man es in der Hähneschüssel macht, wie gesagt. Aber sonst ist es dann halt schade. Das könnt ihr aber auch noch alles nochmal nachlesen. Aber es ist halt sinnvoll. Also, wie gesagt, wenn ihr die Äpfel jetzt nicht so wie ich einkocht mit Gelee-Mittel, müsst ihr sie einfach nur hier nehmen, hier reingeben, hier dann mit dem Löffel draufdrücken und dann habt ihr Püree, also hier nochmal einen Schlüssel drunter, wie gesagt. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, den Saft würde ich nicht aufheben, in dem Sinne, den würde ich vorher erstmal, bevor ihr drückt, einfach hier erstmal abgießen, ne? Das in den Sieb rein. Und wie gesagt, beim Abgießen, außer ihr habt, wie gesagt, schon vorher die Äpfel geschält, also vom Kern entrappt und so, also von den Kernen und so, dann natürlich und jetzt guckt man, was hier dunkel ist, ab. Ja, das ist wirklich lecker. Weinrot. Man könnte es jetzt auch noch klären, aber braucht man nicht. Und jetzt, wie gesagt, hier einfach drücken. Dann einfach dran drücken. Aber es ist trotzdem schnell gemacht. So lange dauert das nicht. Und liebe Kinder, nicht alleine machen, mit Mama zusammen, ja? Oder mit deiner großen Schwester, die also nicht nur 2 Jahre älter ist, sondern auf jeden Fall mindestens 14, 15 ist und die schon einfache Gerichte kochen kann. Oder großen Bruder, der schon Nudeln kochen kann, mit Tomatensauce, ohne dass da dieses Haus in Flammen geht, ja? Und der das schon öfter gemacht hat. Und die da auch dabei war, dann könnt ihr das auch zu Hause machen, ja? Mit dem Gelierzucker eher dann nicht. Das müsst ihr wirklich dann machen, wenn man schon erfahren, weil deshalb, wie gesagt, mit Fenster offen ist, deshalb eigentlich ist auch kein Hexenberg, aber das ist dann halt wegen der Hitze auch ein bisschen dann gefährlich. Wie gesagt. Und wie gesagt, für alle auch Erwachsenen, nur ohne Hitze ausmachen. Die Kinder können euch sagen, wie gesagt, es ist ausgeschaltet. Das ist ja immer Restwärme. Aber es ist aus. Es ist natürlich nur, wenn es aus ist. Ne? Das ist auch klar. Das ist wie gesagt der Rest. Und guck mal, wie schön das wird. Dann wird es immer fester. So. So, jetzt muss ich aber aufhören zu filmen. Jetzt will ich es abgießen. Dann haben wir hier.
Aber ihr seht es hier noch, diese Apfelstücke hier. Das Gelbe sind halt dann. Ich hätte die auch schälen können, aber das war bei dem nicht mehr wie uns das anstellen. Wenn da so ein paar Schälingsstückchen drin sind. Aber wer sie nicht mag, kann sie herausfummeln. Das ist ja kein richtiges Gelee, sondern man Konfitüre, Brotaufstrich. Sie mit Gelee nur aus Saft gemacht, aber ja. Das ist nur Fruchtaufstrich. Und bei Apfelwurst ist es halt so, wie jeder es mag. Wo sieht man halt auch, dass es selbst gemacht ist und nicht gekauft.